Moin! Moin! Wir sind's Annette und Lutz. heute gibt es eine weitere Folge von Seelenpartner kochen glücklich. Mit dem Thema den Seelenpartner als Geschenk erkennen und Dim Sum. Genau. Weil das sind nämlich kleine Geschenke und da haben wir uns gedacht, das passt doch wunderbar zusammen. Zur Abfolge des heutigen Videos haben wir uns überlegt, erstmal machen wir die Dumplings oder Dim Sum, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Ganz einfaches Rezept. Ganz einfach. Ja. Und dann muss es nachher noch steam, also dampfgaren. Und in der Zeit, das dauert 6 Minuten oder? 6 bis 8 Minuten. 6 bis 8 Minuten. Und dann werden wir ein bisschen über das Thema quatschen, den Seelenpartner als Geschenk erkennen. Ja, wir haben 2 Sorten von Dim Sum. Es ist so ein kleiner Starter. Ihr könnt natürlich auch mehr machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, es ist so lecker, das soll ein Hauptgericht werden, ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Wir haben uns jetzt überlegt, jeder bekommt 2, also dass jeder 4 als Starter sozusagen hat für die Vorspeise. Genau. Wir haben einmal, was ich jetzt gleich zeigen werde, eine vegetarische Variante. Das ist Spinat, Blattspinat, frischer Blattspinat mit Cream Cheese, also Frischkäse, ein wenig Sesamöl und ein wenig Salz. Wenn du Veganer bist, kannst du diesen Frischkäse wunderbar auch als austauschen zu einem oder mit einem veganen Frischkäse, ja, aus meiner Güte nochmal. Also kannst du auch einen veganen Frischkäse nehmen. Wichtig ist, dass der halt richtig schön fest und cremig ist, aber das gibt es mittlerweile auch. Haben wir auch schon ausprobiert mit veganem Frischkäse. Mega, mega, mega lecker. Also es ist zum Beispiel auch ein Gericht, wenn der eine von euch sagt, ich esse gerne Fisch und der andere sagt, nein, ich bin Veganer oder Vegetarier. Alles möglich. Ja. Und du machst, Lutz? Ich bastel mal so eine kleine Schrimpfüllung. Hab hier ein paar Gambas, da kommt Koriander mit rein, ein bisschen Limone. Einen Teelöffel Ingwer, frischen Ingwer geschnitten. Dann kommt ein bisschen Sesamöl ran, Pfeffer, Salz. Das war es auch schon für die Masse, für die Füllung. Genau. Wichtig nochmal, die kleinen Gambas, das sind Wildfangkarnelen, die vorher entdarmen. Ne? Da ja. ist teilweise noch ein Rest Darm drin. Ja. Einmal, ja, Schwänzchen ist noch dran, mache ich gleich ab. Genau. Das heißt auch gleich nochmal, welche Größe geschnitten werden muss. Genau, genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit der vegetarischen Variante. Und zwar habe ich den Blattspinat. Mise en place ist ja immer, lieben wir. Darum, also einfach für euch auch nochmal, oder ihr fangt jetzt an. Also, klein, du siehst, das muss man, glaube ich, nicht noch vorher zeigen, ganz, ganz klein geschnitten, den Blattspinat. Dann habe ich hier meinen Frischkäse, den werde ich jetzt mal dazu machen. Du siehst, du brauchst auch gar nicht viel. Es geht nur darum, dass der Frischkäse ist praktisch wie eine, darf man es im Mund nehmen, oder? Ja. Ist der eher fettig oder? Muss richtig schön fettig und cremig sein. Okay. Und das, was ich jetzt mache, ist, dass ich es einfach miteinander verbinde, dass da so eine Masse kommt. Das ist alles, das ist wie so ein, eigentlich wie so ein kleiner Klebstoff, damit das zusammenklebt, aber natürlich hat das ja auch nochmal so einen leckeren, cremigen Geschmack. Und du siehst, man braucht gar nicht viel für 4 Dumplings, weil die sind ja recht klein. Kannst du nochmal hochhalten, Luzi, wie groß die sind? So sehen die aus, gekauft im Asialaden. Die sind so ein bisschen dicker, wenn die gesteamt, also gedämpft werden sollen. Es gibt auch so ein bisschen dünnere, gibt es auch in eckig. Die wurden uns empfohlen auf jeden Fall von einer netten Asia-Frau, wo ich heute Morgen nochmal eingekauft habe. Genau. Und also speziell fürs Dämpfen. Genau, weil es gibt ja auch die, Entschuldigung, es gibt ja auch diese Wangtang-Blätter, richtig, die eckigen, die haben wir auch schon mal benutzt, die sind natürlich recht dünn, das heißt, die können auch schneller reißen. Richtig, die werden aber eher fürs Frittieren genommen. Genau, also falls ihr da vorsteht im Asia-Shop nicht genau wisst, was, die beraten euch natürlich auch gerne. Also die runden, etwas dickeren Dim Sum-Blätter, das sind die richtigen. So, ich zeige das einmal kurz. Ich habe hier die Masse. Sehr und schön. Wenig Salz. Nicht vergessen. Nein. Pfeffer auch an, oder? Nee, nur ein bisschen. Nur ein Hauch Salz und mal ein bisschen mehr. Ein Hauch Salz und dann, wenn du mir einmal... Sesamöl? Ja. Ja. Genau. Davon, das ist ja immer sehr intensiv. Das ist hier groß, muss man mal kurz gucken. Ein paar Tropfen. Ich zeige das mal so, dass ihr das seht. Oh. Das langt schon. Ja. So. Und dann, wie gesagt, nochmal.
So, soll ich dann jetzt schon die Füllung machen oder machen wir das dann nachher oder wie? Ja, können wir auch, ich kann ja kurz meine Füllung zeigen und dann können wir die ja parallel formen. Ich sag Garnelen. Warte mal, ich zeige das nochmal ganz kurz. Es ist wirklich, wie gesagt, hier ganz einfach. So. Wie gesagt, das sind die Garnelen. Vorher natürlich entdarmt. Die Schwänze sind noch dran, die ziehe ich einfach ab. Was? Mein ganzes Kissen, weil sonst sitze ich hier wie am Kindertisch, ja. Ja. So, Schwänze einfach ab. Ach, warte mal, ich kann da ja ein bisschen dran zoomen. Und? Bin ich im Bild? Jo! Die hacke ich, jetzt klein. Muss nicht zu klein sein, aber schon so ein bisschen, ne? Alles ein bisschen uneben hier, der Tisch. Ja, ist alles Nature, ne? Definitiv. Da wackelt richtig die Kamera mit. Echt? Ja. Das ist ein Satz. So, ich gehe nochmal kurz ran. So, das ist so. So, viel feiner muss das gar nicht. Wunderbar. Wenn man es sehen kann, ja. Packe ich jetzt hier ins Schälchen. So, das ist schon mal die Masse. Dann habe ich hier ein bisschen Koriander fein gehackt. Den packe ich da mit rein. Vielleicht nochmal. Erzähl das nochmal mit dem Strom. Ganz wichtig zu erwähnen, genau. So sieht das hier aus, das Korianderblatt. Man kann sehr gut auch den Stiel mitnehmen. Moment, du hast jetzt höher gehalten, ja. Ja. Wie gesagt, das ist, du wolltest nicht so hoch halten. Nicht so hoch, okay. Ich sage, das ist Koriander mit dem Stiel. Stiel kann man sehr gut mitverwenden, hat sehr intensiven Geschmack. Die meisten schmeißen es weg, muss man aber nicht. Nur als Tipp mitbenutzen. Genau. So, das sage ich jetzt nicht noch klein, das Ganze. Dann packe ich da ein bisschen Limonsaft dran. Limette, Limone, wie wir auch wollen. Ja. Den Ingwer mit unter. Ein Teelöffel, wie gesagt, fein gehackt. Ich weiß nicht, ob du mit einer Gabel das mixen willst. Ja, guck ich gleich mal. Auch ein paar Spritzer von dem Sesamöl. Wirklich nicht viel. So. Dann nehme ich noch ein bisschen Pfeffer. Zack. Und ein klein wenig Salz. Oh, sorry. Steht ein bisschen weiter entfernt. Das langt auch schon. Dann mische ich das einfach mit der Hand durch. Und fertig ist meine Füllung für die Dumplings. Dann zeig doch mal, wo ich gerade so close dran bin, dass du mal ein Dumpling close abfüllst. Ja, zeige ich gerne. Müssen wir einmal ganz kurz die Hände waschen. Und die Schwänze entsorgen. So. Das nutzt. So. Da ist er wieder. Jetzt nehme ich mir so ein kleines Teigchen hier. Genau, dass wir da nochmal close rangehen. Achso, und du hast Wasser, ne? Sag nochmal. Habe ich noch nicht. Ich fülle die jetzt erstmal. Also nicht zu viel. Genau. So von der Art her. Auch so ein Teelöffelgröße ungefähr. Ja. Ne? Dann damit es ein bisschen besser backt. Warte, ich gebe dir das. Hast du schon. Haben wir ein bisschen ganz normales Wasser. Ganz normales Wasser, machen wir den Rand so ein bisschen feucht. Genau. Und dann packen wir das ein wie so eine Wundertüte. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Na, aber das ist ein bisschen viel. Guckt ein bisschen raus. Das kann man auch mal. Also ihr könnt da eure eigenen Geschenke verpacken. Ne? Also das müsst ihr nicht so machen wie wir. Seid da gerne kreativ. Sieht so aus. Kleiner Tipp nochmal, damit das nicht anbackt, habe ich hier so ein bisschen normales Speiseöl.
und reibt das von unten ein. Packt es dann ins Körbchen. Genau. Nummer 1. Gut, dann zoome ich jetzt noch mal wieder ein bisschen zurück. Das ist wirklich ähnlich, ne? Ja, und das Schöne war, als ich das erste Mal Dumplings oder Dim Sum gegessen habe, das war in, hatte ich da eben Öl gemacht? Das weiß ich gar nicht. Das war wirklich in Hongkong, in einem Original Dim Sum Haus. Und das war total, das war sowas von spannend gewesen, das zu beobachten, weil da lief so eine Dame rum in so einem Kittel irgendwie, mit so einem Wagen, hatte ganz viele verschiedene Dim Sums und schrie da immer rum. Man wusste gar nicht, wie das geschah. Und dann musste man sagen, was man da nun haben will. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was ist denn da für eine Füllung. Man hat sie auch nicht verstanden, sie hat auch nur Chinesisch gesprochen, was man ihr auch nicht, sag ich mal, vorhalten kann, sondern ich meine, ich war in ihrem Land, hätte ich mich ja sonst auch vorher mit auseinandersetzen können, aber beim ersten Erlebnis, ich meine, das ist nun auch keine einfache Sprache, es ist natürlich unheimlich schwierig, aber es war so spannend und es war, ich habe mich wirklich auch verliebt. Ich habe mich wirklich verliebt in diese Dumplings, weil sie einfach so lecker sind und du auch eben so viele verschiedene Geschmäcker machen kannst und wirklich auch deine Lieblings-Dimsums sozusagen entwerfen kannst. Gut, Lutz, was machen wir jetzt? Ich heiz schon mal das Wasser vor für die Dampfkörbe. Das geht einigermaßen schnell. Seelenpartner als Geschenk erkennen. Richtig. Was heißt das für dich? Das heißt für mich, es ist ja wie ein Geschenk gewesen, dich kennengelernt zu haben. Genau. Gucken, ob die Kamera richtig eingestellt ist. Nur, dass ich das Ganze natürlich ein bisschen später ausgepackt habe, weil es ja ein bisschen gedauert hat, bis wir zusammengekommen sind. Das stimmt. Aber was eben auch wichtig war, hat ja noch mal anderthalb Jahre gedauert, was eben auch noch mal wichtig war, dass du, sage ich, für dich ja auch noch mal Klarheit für dich gewonnen hast. Richtig. Weil du warst ja in einer Ehe. Richtig. Und das schmeißt man nicht einfach so hin. Ich meine, ihr habt euch gut verstanden, war ja auch Liebe da und alles. Und auf einmal begegnest du dem Seelenpartner und denkst so, wow, was ist das? Ne? Passt gerade nicht. Das haut einen ja nun wirklich um. Und die da oben, sage ich mal, die Seelen und das Universum, die nehmen ja keine Rücksicht, wann man sich nun trifft, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. So, bäm. Und ja, es hat einem wirklich die Füße weggehauen. Aber das Schöne ist, es ist halt einfach etwas ganz Besonderes, eine ganz besondere Liebe, die man eben leben darf, die es vorher noch nicht so gab. Und beziehungsweise in der Gesellschaft noch gar nicht so gelebt wurde, dieses, dass man sein darf, wie man ist. Ja, wie beim Geschenk ist es ja auch eine Riesenüberraschung, die man da... Genau. Und man darf sich ja auch verändern. Das heißt, man entfaltet sich immer mehr. Man packt sozusagen oder zeigt auch immer mehr von dem Geschenk. Also es ist wie so ein... Wundertüte. Ja, wie eine Wundertüte, wo immer so wieder mehr zum Hervorschein kommt. Ja. Und was ich aber auch spannend finde, weil Seelenpartner sind ja auch dafür da, das Beste aus dir herauszukitzeln sozusagen. Das heißt, auch Ängste überwinden, Verhaltensmuster zu ändern, die dir oft im Weg gestanden haben, wirklich auf wahre Liebe zu leben. Das heißt aber auch Herz aufmachen. Herz aufmachen. Alles sagen dürfen. Alles sagen dürfen. Keine sein Angst. Dürfen, wie man ist. Und was machen wir für einen Quatsch manchmal, ne? Ja, ist wirklich. Jetzt nicht so, dass es immer Heide Sonnenschein bei uns ist. Siehst du doch, was wir hier gerade machen. Von Quatsch. Weil manchmal streiten wir uns auch, das ist doch ganz klar. Manchmal hat man auch andere Meinungen. Aber es kommt auch immer darauf an, wie man damit umgeht. Haben wir auch schon mal ein Video darüber gemacht, wie du letztendlich auch Streitkultur leben kannst und das eben auch beenden kannst, den Streit, wie du ihn auflöst. Aber nochmal, um auf das Geschenk zu kommen. Es ist einfach so, was ich nie gedacht hätte, ist, dass man noch mehr lieben kann. Dass man jeden Tag noch mehr lieben kann. Das ist täglich. Täglich eine Steigerung, ja. Dass das überhaupt möglich ist, hätte ich nicht gedacht. Aber das kommt auch daher, weil man halt seine Mauern einfach auch runtergefahren hat. Warum braucht man Mauern? Wofür brauche ich Mauern? Wofür muss ich mein Herz schützen in der Seelenpartnerschaft? Nein, brauche ich nicht. Natürlich. Es ist Absprache, da kann nicht einer machen, was er will und der andere leidet die ganze Zeit oder so, das geht natürlich nicht. Aber da auch sich zusammensetzen, auch zu besprechen und auch wirklich
das zum Beispiel ja auch nutzen, gemeinsam etwas zu erschaffen. Darum machen wir ja auch das hier, Seelenpartner kochen glücklich. Gemeinsam etwas zu erleben, etwas zu kreieren. Aber man akzeptiert den Partner so, wie er ist und möchte ihn nicht verändern. Das ist auch so ein Riesenvorteil, den ich kennengelernt habe. Ja, und das ist ja dass so, dass du nicht versuchst zu verändern, du unterstützt. Genau, der andere darf sich verändern, das ist ja das Spannende. Der soll gar nicht so bleiben, wie er ist. Der soll nicht da bleiben, wo er ist, genau. Nein, sondern der darf sich ändern. Der darf auch aufs nächste Level gehen. Und sich somit zu freuen, auch für den anderen, wenn er einfach ein anderes Level erreicht hat, wenn er für sich was geschafft hat. Natürlich kannst du das für den anderen nicht abnehmen, das ist ganz klar, da muss jeder selbst durch. Aber du kannst ihn dabei supporten und unterstützen. Und das weiß man. Man hat immer eine Unterstützung. Damit jeden Kram zu dir hinkommen, das ist unglaublich schön. Ja, und das ist auch schon ein Geschenk. Das ist auch schon ein Geschenk, dass man weiß, dass der andere letztendlich für einen da ist, dass er einen nicht hängen lässt, sondern es ist egal, was es ist. Richtig. Und dann eben auch zu erfahren, dass der andere für einen da ist, auch wenn man missgebaut hat oder was weiß ich. Das ist einfach schön, dass er einen auch abholt und sagt, hey, auch finde ich auch nochmal spannend, auch wenn der andere vielleicht Mist gemacht hat oder wie ich, ne, das ist jetzt mal Mist, oh Gott. Einfach zu wissen, dass es mit der Liebe nichts zu tun hat, richtig, dass die nicht angegriffen wird oder so oder weniger ist, sondern die ist das, da. Aber man kann das anders lösen und eine neue Lösung finden, auch eine gemeinsame. Da hat gerade was gepiept. Ist es das Wasser ist fertig. Wollen wir ganz kurz unterbrechen, dann würde ich die Dumplings Dim Sum mal raufpacken. Ja. Ich habe gesagt, die Garnelen ich einmal. Ich will mal zeigen. Guck, so sieht es dann aus. Und das sind die Spinat. Garnelen packe ich nach unten. Ich würde es vielleicht mal zeigen zum... Was denn? Wie ich es hier rauf packe. Ja. Wie gesagt. Warte. Ja. Ja. So. Das andere Körbchen oben drauf. Wasser kocht, wie gesagt. Deckel. Circa 6 bis 8 Minuten. Ja. So, und das dann steht so vor sich. 12, 13:01. Genau. Das nehmen wir weg hier. So, und wo Lutz das jetzt hier mal gerade so ein bisschen aufräumt, möchte ich nämlich euch nochmal hier entführen, weil das ist nämlich auch ein Geschenk, was wir uns gemacht haben. Guck mal, wie schön wir wohnen. Grüße vom, seht ihr das? Grüße vom Tafelberg. Das war ja auch, als ich damals nach Kapstadt gegangen bin, war das ja auch so ein Geschenk, was ich mir gemacht habe, mich selbst zu finden. Und auch das tust du ja auch in einer Seelenpartnerschaft, dich selbst finden. Das heißt, dass du, ist das richtig eingestellt? Ja. Das heißt, dieses Selbstfinden in einer Seelenpartnerschaft, also ich rate immer vorher, sich schon ganz gut vorzubereiten, Selbstliebe für sich schon entdeckt zu haben, das schon für sich zu üben, weil das hat mir geholfen, auch überhaupt diese Liebe annehmen zu können. Wie lange hast du dafür gebraucht? Oh, guck mal, also 2008 habe ich wirklich, Anfang 2008 habe ich angefangen damit, richtig, Selbstliebe. Ja. Und habe mich richtig vorbereitet, ne? So habe ich dich auch kennengelernt. Ja, und dann bist du auch so, du hast so eine Liebe in dir und dein Selbstwertgefühl ist einfach auch so stark. Und das, was man auch nie vergessen darf, ist, bei Seelenpartnern ist es ja auch so, dass du da schon glücklich reingehst. Das heißt, du wirst immer dein ganzes Leben an dir arbeiten, ne? Also das heißt, du bist ja nie zu Ende. Aber es ist nicht so, dass du aus Mangel reingehst und der andere muss dich glücklich machen, sondern dass du reingehst und auch ganz viel geben möchtest und auch glücklich machen, aber selbst eben auch für dich ganz viel rausholst, um glücklich zu sein. Das ist es, kann man so sagen. Ja, doch. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, das nochmal von dieser Seite aus zu sehen. Und dann habe ich dich zurück nach Hamburg geholt, ne? Super, ne? Naja, aber 5 Jahre hatte ich ja in Kapstadt gelebt. Und, aber das war dann auch wieder ein Geschenk für mich, die ja 20 Jahre Single war. Ich habe nie richtig eine Partnerschaft gelebt. Aber dann eben das ganz neu und ganz anders aufzubauen, das fand ich ja eben auch nochmal spannend. Ja. Ne? Also so wirklich zu sagen, was ist uns wirklich wichtig, weil das hatte ich vorher auch schon alles für mich erarbeitet. Wie möchte ich eine Seelenpartnerschaft leben?
Wie stelle ich mir das überhaupt vor, so eine Beziehung? Ich nenne es ja ungerne Beziehung, weil es immer so ziehen und zerren ist. Ne? Darum geht es ja nicht, so einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Das fand ich auch einfach mega spannend, dass man das sich richtig von Anfang an aufbauen kann. Wenn jemand sagt, Liebe oder eine glückliche Partnerschaft ist harte Arbeit. Nee, es ist Arbeit an sich selbst. Aber das ist eine so tolle Arbeit, weil du dich selbst so befreist und immer mehr du selbst sein kannst. Und darum geht es eben heutzutage, immer mehr du selbst sein. Das ist das Schöne, dass wir es können gegenseitig. Das ist, ne? Ja, und da eben auch, und da eben auch zu supporten oder den anderen anzufeuern, hey, du schaffst das, ja. Du kannst das, da ist noch viel mehr in dir drin. Ja, was besonders Spaß bringt, wenn wir Sachen zusammen machen. Wir freuen uns ja jedes Mal drauf, was zusammen zu machen. Gerade unser neues Format hier. Schauen wir mal, dass das super ankommt. Hoffe ich doch mal. Ja, gerne ein Like. Ne? Wir freuen uns darüber. Und das bringt einfach Spaß. Ja, das abonniert auch gerne den Kanal. Ne? Damit ihr auch nichts mehr verpasst. Unbedingt. Ja, also das ist auch das, was man nicht unterschätzen darf bei einer Seelenpartnerschaft, wirklich auch gemeinsam etwas zu unternehmen. Etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, etwas auch genießen, ne? Was ja. Wir ja auch gleich machen werden, weil auch gemeinsame Zeit für euch wirklich, 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 nehmt euch Zeit. Viele fragen ja immer, kannst du es beantworten, eventuell, wie erkenne ich den Seelenpartner? Das ist ja... Ja, den erkennt er, der steht vor dir, weißt du selbst. Ja. Also ich meine, das haut einem die Schuhe weg und du denkst so, wow, oder den Boden weg oder wie man das sagen möchte. Ja, viele sind ja sehr ungeduldig. Das ist ja die ganze Sache. Du hast ja auch 20 Jahre gewartet. Ja. Lange Zeit. Aber ich wusste immer... Ehrt mich natürlich sehr. Ja, ich wusste immer, gibt es den einen. Also viele haben gesagt, so, Mann, nicht hier, du spinnst ja auch. Und immer so, na, ist immer noch nicht da der eine, ne? Also nein, man kann manchmal auch ein bisschen so in Zweifeln, ganz klar, wo ich dachte, so, Mann, nicht, vielleicht spinnst du ja auch. Aber von klein auf an, schon als kleines Mädchen, wusste ich das. Und... Ja, 20 Jahre war ich Single, das war keine schlechte Zeit. Habe ich auch genossen, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist eben auch nochmal wieder ein Geschenk, wenn man einen Seelenpartner an seiner Seite hat, weil das eben nochmal das Leben auch nochmal ganz anders bereichert. Du hast auch ganz schön gesagt, du kannst endlich mal teilen. Ja. Erfahrungen teilen, Orte teilen, das ist das Schönste mit für dich. Und ich kannte es von früher ja auch. Nicht so intensiv wie jetzt, aber das war irgendwie eine schöne Aussage, dass du, auch wenn du unterwegs gewesen bist, das würdest du mir gerne zeigen und das teilen. Das ist ja auch so eine Sache, die mir auch jedes Mal auffällt, wenn ich irgendwas Schönes sehe, auch warum ist Annette jetzt nicht dabei? Ja, ne? Das ist total cool. Das finde ich auch schön. Wir müssen kurz unterbrechen, weil die Zeit... Also wir haben jetzt 6 Minuten um. Richtig schön saftig, toller Teig. Warte mal, ich gehe da nochmal so ran. So. Wow. Das sind die mit der Spinatfüllung. Mach das Ganze mal aus hier. Meine kryptischen Geschenke. So. Ja, deine sehen besser aus. Ja, da hattest du erst nicht. Wow. Sehen sehr schön saftig aus. Ich nehme mal die Gamba-Füllung. Die schmeckt immer ganz gut mit dem Sweet Chili, ne? Mhm. Das ist heiß? Da müsst ihr auch aufpassen, ne? Hervorragend. Und heiß. Saftig. Super saftig. Schon spricht bei mir. Perfekt. Ich muss einfach mit vollem Mund sprechen, weil es so lecker ist. Jetzt haben wir so eine Cream Cheese. Ja. Genau, da würde ich immer die... Wie gesagt, auch von den Körben, es gibt auch größere Körbe, man kann auch 3 übereinander machen, wenn man mal mehr Gäste hat. Und jeder Gast wird begeistert sein, das sage ich euch. Und ihr seht, das ist nicht viel Aufwand. Das ist gar nichts. Lecker. Heiß? Perfekt. Ich würde sagen, was? Ich muss erstmal runterschlucken. Also ihr Lieben. Ja. Mega lecker.
sehr lecker. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg damit. Leckere Zeit gemeinsam. Genau. Wir werden die jetzt auf alle Fälle nutzen die leckere Zeit zusammen und sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Seelenpartner kochen glücklich. Tschüss. Ciao.